Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Viele fragen uns ja immer, was wir über Werder Bremen denken, ob wir uns für Fußball interessieren, was unsere Lieblingsmannschaft ist. Heute haben wir mal Fußball an. Relegationsspiel, Werder Bremen gegen Heidenheim. Ich wusste bis eben noch nicht mal, wo Heidenheim überhaupt liegt. Ich weiß jetzt in Baden-Württemberg. Es steht für Werder Bremen in diesem wichtigen letzten Spiel der Saison 1:0 durch ein Eigentor der Heidenheimer. Ja, was soll ich sagen, Johnny? Was denkst du über Werder Bremen? Naja, ich meine halt, ich interessiere mich nicht so für Fußball. Ich gucke es mir auch eigentlich gar nicht an. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Werder Bremen einschätzen soll. Also ja, ich muss sagen, ich habe mich da früher auch mehr für interessiert. Also wenn sie jetzt absteigen sollten, muss ich mal sagen, ist es nicht unverdient, weil also es geht ja schon seit Jahren so, dass es einfach nur noch fürchterlich ist anzusehen. Für die Stadt Bremen, muss ich mal sagen, würde es mir das sehr leid tun, weil der Fußball für Bremen doch sehr wichtig ist. Und da hoffe ich mal, dass sie es schaffen werden. Mal sehen, was Simone dazu sagt. Also, ja, wie gesagt, Fußball bin ich eigentlich schon lange raus. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Spiel der Saison, was ich überhaupt gucke. Aber es ist ein bisschen spannend jetzt und ich habe mir auch schon etwas Nervennahrung bereitgestellt. Ich esse jetzt nämlich mal wieder Schokolade dazu. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das war zum Tor gespielt. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Also, mach mal bitte die Sicht frei. Dann würde ich mal sagen, geht's jetzt los mit dem Vlog. Ja, nun ist das passiert, was nicht passieren sollte. Heidenheim hat zack, zack ein Tor geschossen und wir sind alle wieder mega wach und ja, die letzten Minuten und wir wissen nicht, was passiert. Also noch ist Bremen weiter, trotz des Unentschiedens, aber es sieht nicht gut aus. Und das muss es sein, Augustinsson! 2:1 für Werder! Naja, wenigstens haben sie jetzt mal ein Tor selber geschossen. Die zwei Tore, die bisher waren, hat ja Heidenheim geschossen. Naja, trotzdem, ich muss sagen, das Spiel war für mich grottenschlecht. Also es hat mir keinen Spaß gemacht, das anzugucken. Aber sie haben es wohl geschafft, wie es aussieht jetzt. Los mit dem Ball nach vorne. Ja, ja, also ich muss mal eben weitergucken. Jetzt ist doch. Aber das war's! So, wir haben es überstanden. Das Spiel ist vorbei. Die Werder-Spieler kriegen ihr hohes Gehalt. Ob verdient oder unverdient, weiterhin. Und Johnny, was haben wir morgen vor? Heidepark. So, da sind wir auch schon im Heidepark. Mal sehen, was uns heute erwartet. Und für die, die unsere Heidepark-Vlogs nicht so mögen, keine Sorge. Es wird kein Heidepark-Vlog. Aber Heidepark gehört inzwischen schon zu unserem Leben halt. Ja, zu unserem Freizeitleben auf jeden Fall. Und darum sind wir da so oft und zeigen mal kurz, was wir heute gemacht haben. Aber keine Sorge, wird nicht zu viel wie sonst. Upsala. Erste Fahrt schon mal geschafft. Ich habe sogar jetzt meinen Mund kurz richtig rum auf. Ja, können noch mal anstellen. Jetzt haben wir eben gar nicht warten müssen. Jetzt beim zweiten Mal wahrscheinlich so um die 20 Minuten. 40, schätze ich. Ja, so lange dauert es nicht. Ja. Wir sehen ja schon den Express-Butler wieder herbei. Ich hoffe, es ist bald soweit. Ja, hoffentlich. Also, bis dahin warten wir.
Aber währenddessen kann man sich auch in der Warteschlange sehr gut beschäftigen. Mit dem Handy, ja. Das war ja also unser Heidelpark-Besuch heute in Kurzform für den Vlog. Wir haben ja alle schon tausendmal gefilmt. Also schön kurz. Ja, war aber ein toller Tag. Wir haben es viel voller erwartet. Was haben wir denn geschafft heute? Dreimal Kolossos immerhin. Dämonenflug zweimal. Oder dreimal. Mountain Rafting, Scream. Alles, was wichtig ist, haben wir geschafft. Aber jetzt kommen hinten auch so langsam dunkle Wolken an, die schon viel früher hätten kommen sollen. Ja, würde ich mal sagen, ab geht's nach Hause, aber erstmal wieder Auto suchen. Es sind jetzt wieder einige Tage vergangen. Der Heidelparkbesuch liegt schon ein bisschen weiter zurück. Ich habe inzwischen seit einigen Stunden Urlaub, 4 Wochen lang, muss ich nicht zur Arbeit. Schämst du dich nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es durchaus verdient. Ja, und Johnny, der muss noch ein bisschen zur Schule gehen. Ich glaube, 2 Mal noch, da gibt es Zeugnisse. Wollen wir mal sehen, was er jetzt gerade macht. Ich weiß es ja, er spielt nämlich gerade und spielt auf der PlayStation mit der VR-Brille, kann man ihn schön bei beobachten. Er sieht und hört nichts. Was pfeifst du denn da rum? Aus dem letzten Loch oder was? Lass es doch mal. Ich bin richtig erschrocken gerade. Diese verlogene Art von euch kotzt mich an. Ja, über ihn und sein Video, seine Reaktion auf meinen Kommentar, den ich zu ihm geschrieben habe, haben wir ein Video gemacht. Könnt ihr euch mal ansehen. Falls es noch online ist, vielleicht werden ja auch Mittel und Wege gefunden, es zu löschen, wenn es jemandem nicht gefällt. Aber wir haben mal darauf reagiert. So, jetzt reagieren wir mal auf das schöne Wetter, was in Bremen endlich mal wieder angekommen ist. Also wir hatten jetzt wirklich über eine Woche nur Regen und grauen, dunklen Himmel. Und heute scheint da kommt mal die Sonne mal wieder raus. Ja, und es ist mal richtig schön warm. Aber was auch schön ist, ist an manchen, also wir haben auch schon so ein bisschen frische Luft abbekommen heute. Also es ist so ein bisschen wechselhaft. Das finde ich ganz toll eigentlich, weil besser als zu heiß. Ja, was schon damit sagen will, er meint, es ist ein bisschen windig. Und ich hoffe, den Wind hört man nicht im Mikrofon. Ja, wir sind alle drei
auf dem Weg zur Schlachte. Zum Paulaners natürlich. Ja, es war wieder so weit, dass wir mal wieder Mittagessen gehen möchten, das schöne Wetter genießen. Und gehen wir mal weiter, ne? Los geht's! Genau, also der schon Urlaub hat, der kann mal was für die Familie tun hier. Einer muss noch ein paar Tage zur Schule gehen und... Was tut der eigentlich? Du musst Schwung machen im Karussell, du musst auch sagen, wo wir sind, das sieht man doch sonst gar nicht, oder? Oh, ja, mal nicht im Heidepark, sondern hier auf dem Kinderkarussell. Und ja, also ich kann das im Kreis nicht so ab. Und ich wollte sagen, ich habe auch nicht mehr lange, bis ich meinen Urlaub habe. Und ja, wie sehen unsere Urlaubspläne aus? Das ist wirklich kein leichtes Thema im Moment. Wir hatten ja angedacht, eine Deutschland-Tour zu machen. Und, oh, Stefan, Hilfe. Ey, das ist ein richtiger Druck. Ich fall gleich nach hinten. Ja, ich muss mich auch festhalten. Und ja, wir wissen gar nicht, wie diese Deutschland-Tour funktionieren kann, weil wir halt immer spontan für ein, zwei Nächte nur irgendwo übernachten wollten. Und mit den ganzen Auflagen und Bestimmungen weiß ich gar nicht, ob wir in den Hotels erwünscht sind, ob die nicht lieber Gäste haben, die gleich ein, zwei Wochen dort bleiben, dass sie die Zimmer nicht so lange leer stehen haben müssen mit diesen Hygienevorschriften. Werden wir alles sehen, wir werden alles ausprobieren. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es auch nicht. Vielleicht klappt es auch nicht, vielleicht sind auch nur Tagestouren möglich. Ich habe echt keinen Plan. Ich brauche immer Hilfe. Einfach ein bisschen mehr Schwung machen. Oh nee. Liebe Leute. Hilfe. Stefan, hör auf. Ich möchte gleich noch was essen, bitte. Ja, besser vorm Essen als nach dem Essen. Ja, genau. Oh Gott. Also, da fährt man auf dem Sonntag schon mal nicht in Heidepark, da muss man hier andere Abenteuer bestehen, würde ich mal sagen, ne? Jetzt mache ich mal den Job mit Anschwung. Dann verlasse ich mal lieber das Hotel. Sind wir auch schon an der Schlachte in Paulaners angekommen. Getränke schmecken schon bei John, wie ich sehe. Mal sehen, ob es hier auch so ist. Ja. Sonntagsstimmung. Die Glocken läuten. Hört man das beim Video? Wenn nicht, das ist gar nicht so laut eigentlich. Man hört sie auf jeden Fall. So, was haben wir noch zu erzählen? Ja, also ich möchte mich im Namen von Stefan und John natürlich bedanken. Wir haben nämlich Post bekommen von Jens. Und Jens hat euch was geschickt. Man kommt ja in diesen Tagen nicht drum herum. Man kann ja auch wieder grün-weiß mit Stolz tragen. Naja, tolle Maske. Mit Stolz würde ich mal sagen, grün-weiß mit Stolz noch nicht so ganz. Ja, aber es ist nicht so eine Schande. Wir haben uns gerade mal so gerettet, würde ich mal sagen. Haben wir ja am Anfang dieses Videos hier gesehen. Genau. Und also Jens, vielen Dank an dieser Stelle für diese coolen Masken, John. Du auch. Und wir grüßen Marlon. Das ist nämlich der Sohn von Jens. Und wir schicken dir natürlich eine Autogrammkarte zu. Und ja, coole Masken habe ich hier in der Stadt auch noch nie so gesehen. Moment. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig. Was ist das denn für ein Viech? Hast du das gesehen? Oh, achso. Wer? Ich weiß nicht. Du oder das ist eine Rumpel. So, guck mal. Zeig mal, wie die aussieht bei dir. Ich weiß nicht. Setz mal auf. Sieht gut aus. Ja. Kann man anziehen. Bisschen groß. Wohl geht eigentlich. Dankeschön. So, und zur Vollständigkeit. Was gibt's zu essen heute? Bei mir heute Weißwurst, 3 Stück mit Brezel. Bei mir gibt es einen kleinen Farmer, das sind so Chicken Nuggets mit Pommes. Ja, bei mir Schweizer Wurstsalat, auch sehr lecker. Und das Leckere an dieser Sache ist der Schweizer Wurstteller sowieso, aber dieses Brot ist köstlich. Wir fragen uns, wo ist die Sonne geblieben? Da ist gerade eine dicke Wolke. Nein, dicke Wolke nicht, aber geh gleich weiter. Gibt ja dieses Sprichwort, ich weiß nicht, ob das alle kennen, dass man, wie gesagt, es gibt schlechtes Wetter, wenn man seinen Teller nicht leer gegessen hat. Das ist aber im Plattdeutschen ein bisschen anders. Das heißt, dann gibt es das Schlechte von gestern wieder, weil man damals ja noch keine Kühlschränke hatte, um das Essen gut aufzubewahren. Und wenn man nicht auf isst, gibt es das Schlechte von morgen wieder. Es gibt kein Schiedwetter, also trotzdem essen wir auf.
Und warum hast du uns das jetzt erzählt? Ja, weil das ein Überlieferungsfehler ist. Viele sagen immer, wenn man seinen Teller nicht auf ist, gibt es morgen schlechtes Wetter. Und dann heißt es, es gibt morgen schlechtes Wetter oder wie... Das Schlechte gibt es wieder. Gibt es wieder. Das ist so, ja, genau. Richtig. Schöne so, Bombe. Was ist wieder da? So, wir haben mal eben gewechselt, die Lokalität, und sitzen hier schön in der Sonne. Hier ist voll das Wochenend-Feeling, Sommer-Feeling ohne Ende. Und es gibt hier ein ganz tolles Bier, nämlich ein Störtebäcker, wie heißt das? Atlantic Ale. Total eine Besonderheit hier in Bremen. Ich glaube, das ist der einzige Laden, der so ein Bier hat. Und noch was Tolles ist hier. Hier ist mein Kollege, den ich sonst immer nur zu Weihnachten hier im Video präsentieren darf. Und wir haben ihn heute auch mal zum ersten Mal im Sommer. Ja, Prost. Ja, Prost. Wie schmeckt das Bier? Köstlich. Das ist doch echt genial, oder? Also, total lecker. So, wie gefällt dir der Sommer bisher so, was wir bisher so erleben durften hier in Bremen? Ja, könnte besser sein. Ja, feucht, fröhlich. Ja, ja, das ist das Beste, ne? Also wir in Bremen haben jetzt hier, letzte Woche war glaube ich nur Regen, also wirklich von morgens bis abends war Regenwetter. Und jetzt, heute am Sonntag, fängt die Sonne an zu scheinen. So, wie geht's hier, Simone? Ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Ja. Ich trinke Kreuzen, das ist außer der Reihe, aber heißt es Störtebäcker oder Störtebäcker? Störtebäcker heißt es. Störtebäcker, dann hast du es falsch gesagt. Ja, Entschuldigung. Störtebäcker, ja. Also, Johnny, erinnert mich an unseren Urlaub in Rostock, da sind wir wieder beim Thema Urlaub, ne? Und die Frage, wie er ja, das stimmt. Jahr laufen wird. Ich glaube, die Brauerei ist ja auch in Rostock, ne? Es heißt natürlich Störtebäcker, Entschuldigung. Ich habe es an den Piraten, der heißt ja Störtebäcker, oder? Heißt der auch so? Ne, der heißt auch Störtebäcker. Wahrscheinlich, ja. Der heißt auch so, der heißt auch so. Also, ich heiße ja Bäcker und dies heißt Störtebäcker. Also nochmal Prost. Und Johnny, das Eis schmeckt wie? Gut. Dieser Vlog war leider etwas kürzer, aber wir hoffen, dass er euch trotzdem gut gefallen hat. Ja, liegt daran, dass im Moment gerade echt nicht mehr los ist. Also wir gammeln hier so vor uns hin und wir hoffen, dass wir beim nächsten Vlog vielleicht sogar schon aus unserem Urlaub was berichten können, den wir ja vorhaben, aber wir wissen noch nicht genau, was das werden soll. Also hat Simone ja schon vorhin erklärt auf dem Karussell, dass es schwierig werden wird. Wird diesmal richtig Abenteuerurlaub, wo wir ja sonst immer gedacht haben, Fahrt ins Blaue, einfach drauf losfahren, wird diesmal richtig Abenteuer. Und ich muss noch kurz sagen, also ja. Wir haben gerade an der Schlachte noch einen Zuschauer getroffen, der hat uns angesprochen. Ja. Also viele Grüße an dich, Justin. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du uns angesprochen hast, ja. Weil wir uns ja immer freuen, wenn wir euch kennenlernen und kurz mit euch ins Gespräch kommen. Und ja, fand ich sehr nett. Und ja, das soll es jetzt auch gewesen sein, oder? Stimmt, Sonne scheint, Absage. Ja, jetzt kommt es raus, wenn wir nicht mehr im Biergarten sitzen. Auf jeden Fall, an dieser Stelle wollen wir das Video beenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken oder uns abonnieren oder beides tun. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.